Ah, da kommt's, das runde Gold. Jetzt reißen wir's auf. Ein jeder weiß, um nachhaltig Erfolg zu haben, braucht es die richtige Saat, viel Hingabe und eine bedachte Ernte. Doch mindestens genauso wichtig ist das, was danach kommt, der Genuss. Und um genau den dreht sich hier in Vorarlberg alles. Ja, grüß dich, Hermann. Grüß dich, Thomas. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Schauen wir um ins Werk. Ich bin Thomas Schwarz und ich bin einer der Geschäftsführer der Firma Elfer Nahrungsmittel oder wie wir lieber sagen, Elfer Kartoffelspezialitäten. Schau mal rein. Okay. Ah, da kommt's. Das runde Gold, oder? So ist es. Ah? So, jetzt reißen wir's auf. Ja. Wie geht das? Wir sind ein Vorarlberger Familienunternehmen in der dritten Generation. Wir haben uns voll und ganz der Kartoffel verschrieben. Da beginnt der Kreislauf jetzt sozusagen, oder, von der Produktion? Die Kartoffeln werden uns mit LKW oder Bahn angeliefert, werden bei der Eingangskontrolle geprüft auf Größe, Stärke, Beschädigung. Danach kommen sie in die Waschanlage, wenn man so sagen will, werden gewaschen. Danach werden sie geschält, dann werden sie geschnitten. So ein Schneider brauchen die zu Hause auch. Die geschnittenen Pommes werden im Anschluss sortiert. Da gibt es eine optische Sortieranlage. Alle Pommesstäbchen, die richtige Länge und keine Beschädigung aufweisen, werden dann gekocht, danach vorfrittiert, gefrostet, verpackt, palettiert und gehen ab ins Tiefkühllager. Nach dem Frittieren, Schockfrosten und Verbocken bleibt dann noch das übrig, wofür man Elfer kennt, nämlich der Genuss. So, lala. So, was machen wir für Aufstellung? Wir machen jetzt ein Alpensushi. Ja, aber eben nicht mit Reis, sondern mit guten Elferkartoffeln. Und der Marco zeigt uns, wie man es macht. Ich bin immer zu hungrig fürs Kochen. Ist das vorher, bevor eigentlich schon, ja. Bevor es weiter, vor allem die Geduld. Das ist leider so. Seit 2015 sind wir der weltweit erste Tiefkühlkartoffelhersteller, der zu 100% klimaneutral ist. Wir haben zum Beispiel seit 2017 eine neue Biogasanlage. Mit dem Biogas betanken wir unsere LKWs und damit fahren sich die Kartoffeln dann quasi eigentlich von selber. Mit den Kartoffelschalen der Vorgängerkartoffeln werden frische angeliefert. Dann können wir probieren, oder? Machen wir. Probieren wir's. Passt. Fang an. Ja, Mann. Skala 1 bis 10. 11. Bei uns im Haus. Achso. 11. Dann hast du richtig so einen Zufall. Du haust, oder wir wechseln auf irgendwas Größeres. Ja, okay. Machen wir halt. Machen wir einen Alpendöner. Machen wir einen Alpendöner. Wann die Partnerschaft mit der Raiffeisen begonnen hat, muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich gar nicht sagen. Aber das ist sicherlich schon über mehrere Jahrzehnte, dass Elfer mit Raiffeisen zusammenarbeitet. Als regionaler Partner, als regionale Bank. Für uns wiederum sehr wichtig, als Familienunternehmen oder auch regional grundsätzlich sehr stark verwurzelt, geht es darum, dass man zuverlässige, starke Partner haben. Ja, Mann, schmeckt's. Hervorragend. Ja. Du, freut mich, dass du heute da warst, dass du da so toll Hand angelegt hast. Ja. Für mich bedeutet Elfer auch einfach Glück, dass ich in dem Unternehmen eine tolle Aufgabe finden konnte, ein tolles Team und einfach jeden Tag sehr gerne zur Arbeit komme. Das bedeutet ganz besonders für mich persönlich Elfer. Manchmal führt ein Weg nicht bloß in eine Richtung und endet auch nicht einfach irgendwo, sondern bleibt Generation für Generation in einem großen Kreislauf. Ein Kreislauf aus Fleiß, Innovation und den richtigen Partnern. So geht man immer wieder aufs Neue seine ganz persönlichen Erfolgswege. Ich bin schon bestens vorbereitet. Was haben wir da drinnen? Top, die Wette gilt. Ui. Ui.